Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, auf der Suche nach dem Waffenhändler, nach dem Waffenhehler. Wo hast du das denn schon wieder hier? Das interessiert mich nicht. Bist du das, Fernando? Womit verdienst du jetzt dein Gold? Das ist schon verdächtig. Momentan lebe ich von meinen Ersparnissen. Ja, Ersparnisse. Schauen wir doch mal, ob das Amulett da rein, das Irrlicht da reinfliegt, hä? Na, Irrlicht. Gibt's da drin Waffen? Sieht nicht so aus, hä? Okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es hier. Fliegt es da rein? Was suchst du hier? Geh! Waffen suche ich. Na bitte, geht doch. Bist du's vielleicht? Klo. Hey, du. Das interessiert mich. Nö. Und selbst ist er da nicht drauf gekommen. Und hier gibt's irgendwie auch keinen Schild, ne? Was ist ja schon gut, ich bin ja schon wieder raus. Hier gibt's auch kein Schild. Ja, raus mit dir! Ich springe mal über euch drüber. Na bitte, dann geht doch. Bin ich leider überfragt gerade, wer das hier sein könnte. Es könnte natürlich der Richter sein. Das war doch schon vorher klar. Das wäre ja abwegig, aber. Das interessiert mich nicht. Eine verdammt gute Tarnung. Ich frage es nur, wie komme ich da rein? Das Irrlicht was entdeckt. Irrlicht? Da drin, ja? Da drin, sagst du? Das ist ja interessant. Wird sich das jemals ändern? Dann ist es vielleicht auch hier drin. Wo vorhin niemand war. Moment. Öffnet dieser Schalter vielleicht eine Tür unten? Das könnte sein. Dass sich jetzt hier unten irgendwas getan hat. Vielleicht da? Nein. Aber wo dann? Da unten komme ich auf jeden Fall nicht rein. Da sind die Leute und werden mich angreifen, sobald ich da reingehe. Ich könnte natürlich hier oben auch nach hinten gehen. Aber da komme ich. Ah, da komme ich tatsächlich um die Ecke rum. Andererseits sehe ich gerade nicht ganz, wo das hinführen soll. Hoch komme ich auch nicht. Ich frage mich, ob es innen drin eine Treppe nach unten gibt, aber da habe ich ja. Die habe ich ja gerade nicht gesehen. Und wenn, dann würde ja die wahrscheinlich durch den Schalter aktiviert. Ich frage mich auch ein bisschen, warum hier oben so viele Betten stehen, ehrlich gesagt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach, verdammt. Ein Schlösser knacken kann ich nicht, ne? Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ist das wirklich was? Ist es vielleicht doch in dieser Truhe? Nein. Was ist denn dieser Wand so waffig? Verstehe ich nicht. Und ehrlich gesagt, was dieser Schalter da tut, ist mir auch ein kleines Rätsel. Ich wüsste es allerdings gerne. Ich schaue mich mal auf dem Dach um. Okay, da komme ich nicht hoch. Na gut, das hat dann wohl nicht geklappt. Ich dachte, ich würde hier vielleicht was rausfinden können. Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Vielleicht auch noch hier hinten bei dem anderen, aber ich glaube, die habe ich schon durchsucht, oder? Mit dem Amulett? Habe ich? Ich glaube schon. Lutero war das, den ich verdächtig fand, ne? Genau, der da. Wer ist das? Den kenne ich noch nicht. Was machst du hier? Ich achte darauf, dass niemand die Häuser betritt. Ausdrücklicher Befehl von Lord Hagen. Und lass dir bloß nicht einfallen, gegen diesen Befehl zu verstoßen. Sollte lieber den Mund halten. Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig.
Das habe ich schon immer gesagt. Ein einfacher Arbeiter wird es wohl nicht sein. Aber wie gesagt, es könnte Lutero sein. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Schlimme Zeiten sind. Welches Haus ist denn Lutheros Haus? Das weiß doch inzwischen jeder. Ist vielleicht das hier? Wobei ich mir immer noch eigentlich nicht sicher bin, ob das wirklich so funktioniert, dass das Irrlicht dann da reinfliegt. Es scheint nicht zu funktionieren. Denn irgendeins von den Häusern muss es ja sein. Das da mit den Waffen. Irgendeins von den Häusern muss es ja sein. Komme ich vielleicht von hier irgendwie rein? Ach, jetzt bin ich da über dem Marktplatz. Ganz schön hoch. Da hinten geht's vielleicht auch noch weiter? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Nee, geht's nicht. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Komm ich da hoch? Er erzählt alles weiter. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Nee, da komme ich nicht hoch. Das ist wahrscheinlich zu steil dafür. Oh Mann, das tut mir so leid, dass gerade nichts passiert. Aber es muss doch irgendwie einen Hinweis geben oder so im oberen Viertel. Ich verstehe das nicht. Warum ich hier nichts finde. Aber so groß war der Zorn Belians, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Ist hier drin irgendwas? Nein. Gut, dann bin ich überfragt und werde, wie versprochen, aus der Stadt rausgehen und mal ein paar Banditen suchen. Ja, denn was anderes fällt mir gerade nicht ein, was ich tun könnte. Hier links war ja nichts, beziehungsweise da lauert der sichere Tod mit den vielen Wölfen, die da damals waren, die Bartrocken gebracht haben, der Arme. Nein, wo ich hin möchte, ist der Ostausgang, denn dort sollen die Banditen sein. Moment, ist Valentino jetzt immer noch hier draußen? Dem Wirken Belias Einhaltgebiete. Und Belias sprach Junge. Zu einem weiteren Wesen. Kannst du nicht mal reingehen? Ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgeschickt. Das Problem ist halt, wenn ich den verprügle und es jemand sieht, dann werde ich halt angeschwärzt bei Lord André und muss Strafe zahlen. Und das ist halt nicht so toll. Muss ich Geld bezahlen. Das muss nicht sein. Das will ich nicht. Moment, Moment, was mache ich denn? Ich kann da rausgehen, klar, alleine. Aber das wäre doch Unsinn. Ich kann doch Laris fragen, ob er mich da hinbringt. Das ist doch viel einfacher. Das liegt doch auf dem Weg für den, oder? Und dann kann ich direkt danach versuchen, die Söldneraufnahmequests zu machen. Haha. Und schlage so zwei Fliegen mit einer Klappe. Finde ich gut. Das mache ich. Das heißt, ich werde jetzt Laris sagen, dass er mich zum Söldnerhof, zu Onas Bauernhof bringen soll. Und dann wird er hoffentlich mir helfen, die Banditen auf dem Weg zu besiegen oder zu beseitigen. Vielleicht treffe ich dann auch den ein oder anderen Hinweis oder finde den ein oder anderen den ein oder anderen Hinweis auf dem Weg. Wenn Laris mir den Rücken frei hält. So, alter Junge. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich. Es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich könnte das für dich hinbringen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Was? Warum? Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Oh, eine Rüstung, ja. Wie wär's mit einer besseren Rüstung?
Hm, ich glaube, Matteo verkauft Rüstungen, aber er will sicher eine Menge Geld dafür sehen. Allerdings könntest du billiger rankommen, wenn du kein Problem damit hast, dich ein bisschen mit der Miliz anzulegen. Wie meinst du das? Neben Matteos Haus ist ein Lagerplatz, aber die Waren wurden alle von der Miliz beschlagnahmt. Geh zu Zuris am Marktplatz und besorg dir einen Schlafzauber. Damit legst du die Wache schlafen. Ich bin mir sicher, dass du in Matteos Lager eine brauchbare Rüstung finden wirst. Ja, danke für den Tipp, aber die habe ich schon an. Ich brauche eine Best... Damit kann... Nee, warte mal, das ist auch Blödsinn. Ich habe schon die beste Waffe, die ich tragen kann. Lass uns mal zu Lee gehen. Okay, lass uns gehen. Solange mich hier keiner ablöst oder wir mehr über die Vermissten wissen, kann ich hier nicht weg. Die Frage ist, wer muss ihn ablösen? Vom Ring des Wassers oder von den Söldnern? Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Wegen der verschwundenen Leute. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Ich brauche das nicht. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Meinst du, mir geht es besser? Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Oder ich einbringe. Das ist doch alles möglich. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Das hätte doch besser wissen. Okay, was ist denn im Ring des Wassers? Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Nein, ich will Magier werden. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Ich will Feuermagier werden. Die Feuermagier. Gar nichts mehr. Ich schätze, damit hatte Vatras nicht gerechnet. Sonst hätte er dich gar nicht erst zu mir geschickt. Wenn du ins Kloster willst, dann wird das teuer. Ach nö. Die Jungs lassen dich gar nicht erst rein, wenn du ihnen nicht einen Tribut zahlst. Gibt's keine Möglichkeit. Und der Einzige, der daran was ändern könnte, ist Vatras selbst. Ah, okay. Sprich am besten nochmal mit ihm drüber. Ich dachte gerade, 1000 Gold ist ja schon sehr viel. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Korinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb erhalt die Sache für dich. Na klar. Klar. Sag ich doch. Ich will mich anschließen. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Kann ich mir auch nicht mehr helfen. Mich brauchst du das nicht. Was hast du gemacht, um die Wassermagier zu beeindrucken? Ich habe sie eine lange Zeit über beschützt, als wir noch unter der Barriere gelebt haben. Ich hätte das nicht. Und sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Wie ist das so, zum Ring zu gehören? Wir unterscheiden uns wesentlich von den üblichen Gemeinschaften, denen du hier in Korinis beitreten kannst. Wenn du erstmal zu uns gehörst, werden wir nichts von dir verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist, dich zu halten. Wir wirken im Verborgenen und wollen nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört. Wir werden dich im Auge behalten. Alles Weitere wird sich zeigen. Alles klar, ich glaube, das kriege ich hin. Verstehe. Gut, dann muss ich jetzt also eine Ablösung für ihn besorgen. Und ich schätze mal, es ist vom Ring des Wassers. Und deswegen werde ich mal nochmal zu Cavalorn zurücklaufen. Zumal ja auch ich vielleicht Xardas nochmal einen Besuch abstatten könnte, bevor ich mich hier
vielleicht tatsächlich weit weg von der Stadt begebe. Mhm. Genau, das werde ich dann auch beim nächsten Mal machen. Bis dahin.